Hallo meine Lieben, ich bin Irene Laurati aus der Facebook-Gruppe Gesundheit mit dem Mond und Seelenzahlen und möchte mich kurz melden, weil ich immer zwischendurch wieder die Fragen kriege, welche zu diesen zwei Büchern spezifisch, wenn es um Zahlen geht. Wenn es um Zahlen geht, welches Buch soll ich nutzen, beziehungsweise welches Buch ist für was? Zahlen sind Schwingung. Und Leben ist Schwingung. Das bedeutet, wir können leben, wir können den Körper, wir können unsere Realität erfassen und entschlüsseln mit und durch Zahlen. Zahlen sind unsere Tore, um das wahre Selbst, welches über der Schwingungsebene, über der kosmischen Ebene, über der Ebene, in der Schwingung sich in der Schwingung zusammenkommt, um die Realität zu formen, liegt. Und es geht in meinen beiden Büchern Seelenzahlen und deine 26 Energieschlösser, entschlüsselt durch die großen Arkana des Tarot, natürlich um die Zahlen. Und zwar in dem Buch Seelenzahlen geht es ganz spezifisch um deine Seelenzahlen, die du ganz leicht rechnest, beziehungsweise errechnen. Errechnen hört sich schon wieder so kompliziert an, die du ganz leicht erkennst, weil es geht im Grunde nur um Addieren und Quersumme bilden durch dein Geburtsdatum. Alles, was du also brauchst, ist dein Geburtsdatum. Das brauchst du dazu. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die ihr Geburtsdatum nicht kennen. Dann würde ich das Datum nehmen, was einfach eingetragen ist im Pass. Aber es ist natürlich nicht ganz das Wahre, es ist klar. Aber die meisten Menschen kennen ihr Geburtsdatum. Und jeder, der sein Geburtsdatum kennt, kann ganz leicht seine persönlichen Seelenzahlen und die Seelenzahlen natürlich von den Mitmenschen, von Partner und so weiter erkennen. Und das beschreibe ich hier in diesem Buch Seelenzahlen, wo ich jede Seelenzahl durchgehe. Wir haben vier Seelenzahlen. Wir haben die Tageszahl, also ich beschreibe vier Seelenzahlen. Das Konzept, was ich beschreibe, findest du in keinem anderen Buch beschrieben, weil die meisten anderen, die gehen auf die Lebenszahl ein und auf die Tageszahl, aber mehr nicht. Ich beschreibe also die Tageszahl, ich beschreibe die Lebenszahl, die ist der Lebensweg. Die Tageszahl ist sozusagen die Eingangstür zu deinem Seelenhaus. Die ist die Zahl, die am offensichtlichsten wirkt. Die Lebenszahl ist die Lebensaufgabe und du siehst, hier gehe ich also jede der 10 Zahlen mit einem eigenen Kapitel durch und dann natürlich die Meisterzahlen. Dann beschreibe ich auch noch die einzelnen Monatszahlen und zwar, wie sie mir durchgegeben wurden von der Erdfrau, weil dieses Buch, das basiert auf dem, ich wurde ja eingeweiht durch die Erdfrau im Dschungel von Trinidad, die mir im Jahr 2004, oben siehst du immer ihre Aussage, zum Beispiel über die Zahl 8, sagt die Erdfrau, das sind Tiger und Kämpfer. Und das ist, sie hat mir das in ihrer einfachen Sprache gegeben, wie gesagt, eine Frau, die 7 Jahre fernab der Zivilisation im Dschungel lebte und dort von ihrem Spirit, von ihrem Geist eingeweiht wurde. Das war eine Frau, die meines Erachtens gar nicht viel Schulbildung hatte, aber eine unheimliche Weisheit, wirklich nur durch dieses einfach sich öffnen ihrem hohen Selbst gegenüber, was durch die Zeit in der Natur extrem gefördert wurde. Und sie hat mir dann das, was sie empfangen hat, durch ihren Spirit weitergegeben. Und das habe ich in dieses Buch hineingebracht als Basis. Auf dem habe ich aufgebaut und dann kamen natürlich meine eigenen Erfahrungen dazu. Aber ich habe immer ihre Aussagen vorne an jedes Kapitel geschrieben. Sie hat mir das in knappen Worten gegeben, die aber sehr, sehr, sehr aussagekräftig sind. Und dann auch noch zu jeder der Tage, der im Monat auch noch eine Kurzaussage und auch noch zu den Monaten, was sie über die Monate gesagt hat. Ja, der eine Monat fehlt, Mai meine ich fehlt, da wollte sie nichts sagen und deswegen habe ich da auch nichts hingeschrieben. Dann zeigt das Buch auch die Partnernumerologie, wie du leicht errechnen kannst und ersehen kannst, was ist das Thema in meiner Partnerschaft und wie auch karmische Beziehung und Seelenpartnerschaft erkennbar sind durch die Seelenzahlen. Ich habe auch einen Film, einen Post dazu gemacht am Sonntag. Schaut nach in meinem YouTube-Kanal Irene Lauretti Empowering People. Da habt ihr alle meine Filme immer parat, die ihr immer anschauen könnt, kostenlos. Und da erzähle ich euch, wie ihr so eine Partner-Numerologie entschlüsseln könnt. Das findet ihr in meinem YouTube-Kanal Irene Lauretti Empowering People und auch in der Facebook-Gruppe Gesundheit mit dem Mond und Seelenzahlen. Bleiben all die Filme immer. Ihr könnt es oben mit der Lupe
die Stichwörter eingeben, die ihr sucht, zum Beispiel Seelenpartnerschaft, und dann findet ihr alle meine Posts, die sollten dann alle kommen. Das ist, wie gesagt, das Buch Seelenzahlen. Da geht es spezifisch um die Seelenzahlen, die auf dem Geburtsdatum basieren, und ganz spannend auch immer, wo befindest du dich aktuell, in welchem aktuellen Lebensjahr. Das zeigt ganz wunderbar, zumal wenn du es dann kombinierst noch mit dem Mondwissen, und ich kombiniere ja immer alles, weil es ist schlussendlich alles eins, wie ihr es kennt aus meinem Buch Der Mond und der Kosmikgott der Schöpfung, da schaue ich dann nach, wo ist der Mond an dem letzten Geburtstag, der Mondstand für den letzten Geburtstag, dazu habt ihr ja den wunderbaren Mondkalender, der ist jetzt erhältlich übrigens für das Jahr 2022, Gesundheit in deiner Hand, der besondere Mondkalender, und der zeigt dir dann für jeden Tag im Jahr genau den Mondstand mit Organzuordnung, mit der Tierkreiszeichenzuordnung, und dieses Wissen, was das bedeutet, das findest du in dem Buch, und wenn du das natürlich noch kombinierst mit der aktuellen Seelenzahl, hast du eine sehr genaues Jahresthema und vor allem auch, wann dieses Thema zur Erfüllung kommt durch den Erfüllungsvollmond. Das, wie gesagt, zeigt dir deine aktuelle Jahreszahl. Ich habe da im Übrigen noch mein Sonderangebot drin, was ich ja gestern durch den Neumond reingebracht habe. Für 27 Euro mache ich dir eine Kurzanalyse, wo stehst du aktuell mit einer, und ziehe dazu noch eine große Arkana. Und da zu den großen Arkana, da kommen wir jetzt zu dem anderen Buch, weil das beschreibe ich, das ist ja auch Numerologie und da geht es auch um die Zahlen. In meinem Buch Deine 26 Energieschlösser entschlüsselt durch die großen Arkana des Tarot. Du siehst schon, es geht hier um Tarot. Und es geht um die Energieschlösser, was in Wahrheit aber eines ist, weil jedes dieser 26 Energieschlösser, die wir ja auch nutzen in dem Buch, in der Mond und der Kosmikgott der Schöpfung, da nutzen wir die Energieschlösser zur Aktivierung der Organströme, da hast du sie auch drin, aber eben nicht im Einzelnen detailliert beschrieben. In diesem Buch hier, Deine 26 Energieschlösser entschlüssel ich die großen Arkane, beschreibe ich jedes dieser 26 Energieschlösser in einem eigenen Kapitel und zeige dir auch, welche, was die großen Arkana des Tarot, also die Tarotkarten, damit zu tun haben. Denn jedes dieser Energieschlösser ist im Grunde eine Tarotkarte, also eine große Arkana. Und die Bedeutung dieser Energieschlösser, also hier haben wir zum Beispiel die 15, Freude, wasche dein Herz mit Lachen. Ich habe das alles wieder reich gebildet, wie alle meine Fotos. Das ist jetzt dem Teufel zugeordnet. Was hat dann also dieses Was bedeutet das und wie kannst du es durch deinen Körper, durch ein bestimmtes Energieschloss harmonisieren? Und natürlich auch, welche Symptome, hier seht ihr zum Beispiel die Energieschloss 5. Ich war gerade weg, Entschuldigung, die Internetverbindung war gerade unterbrochen, jetzt bin ich wieder da. Also Energieschloss 15 hilft unter anderem zum Beispiel auch bei Lymphstau in den Beinen, bei Herzrhythmusstörungen. Ihr seht, das habe ich auch immer mit Fettdruck unterlegt, da findet ihr das wunderbar. Und es gibt auch, ich zeige euch da natürlich auch nochmal spezifisch, wo jedes Energieschloss ist, wie ihr es öffnet, immer mit Fotos. Und ich habe hinten natürlich auch noch ein ausführliches Glossar, wo ihr bestimmte Beschwerdebilder, ihr seht hier, direkt findet und dann direkt auf die Seiten gehen könnt und direkt die Energieschlösser findet. Ihr könnt dieses Buch zum Beispiel nutzen, indem ihr einfach ein bestimmtes Kapitel aufschlagt. Hier ist es zum Beispiel die 11. Ich schlage jetzt die 11 auf und tatsächlich ziehe ich auch immer wieder die große Arkana 11 und dann einfach in dem Kapitel sehen könnt, was bedeutet das für, oder was will mir dieses Energieschloss sagen, was will mir diese Karte sagen. Die ist offensichtlich im Moment gerade aktuell, weil die großen Arkana, die sind ja die Bilder der Seele, sprich, das ist deine Seele, die mit dir kommuniziert durch diese großen Arkana. Und um euch ein Beispiel zu geben, machen wir das doch jetzt einfach mal. Ich habe die großen Arkana hier. Ja, das sind die 22 Hauptkarten des Tarot. Ich beschreibe das auch im Buch. Wenn du dir ein Kartenset besorgst, ein Tarot-Kartenset besorgst, bitte vom Rider-Waite, weil die nutze ich für dieses Buch. Das ist alles auch im Buch beschrieben. Dann sortiere die 22 großen Arkana aus. Dann hast du die parat und dann kannst du zum Beispiel jeden Tag eine Karte ziehen, um dein Tagesthema zu erkennen. Das ist toll, wenn man das morgens macht. Und dann einfach zu dem entsprechenden Kapitel gehen im Buch. Machen wir das doch einfach mal zusammen. Heute als Tageskarte.
Also hier haben wir sie liegen alle. Nehmen wir doch einfach mal diese hier. Das ist der Mond, das ist die 18. Dann gehst du also hier zu dem Kapitel 18. Da sind wir bei der 13, 15, 17. Die 18, die kommt im Übrigen oft in diesen Zeiten, weil sie einfach die Unsicherheit ist. Ja, die 18, die seht ihr schon, die ist die Unsicherheit. Das ist dieser Fuchs und der Hund oder zwei Hunde, die sich anbellen, die einfach diese Unsicherheit. Der Weg ist nicht geradlinig, der Weg, der durch das Tor führt. Der Mond, der steht auch für die Seele und die Seele hat ja diese beiden Seiten. Ganz oft im Tarot haben wir diese beiden Seiten, also eigentlich geht es immer darum, das ist die hohe Seite der Seele, die dem Licht zugeordnet ist, ja, also das hohe Selbst und die niedere, das Ego, und es geht immer wieder darum, dass das Ziel ist natürlich, aber wie gesagt, auf dieser Karte ist das Ziel nicht so ganz klar. Der Mond im Tarot, der ist eine Karte, die Unsicherheit anzeigt und auch Ängste, auch verborgene Ängste und einfach dieses, ja, so ein bisschen hin und her, es gibt Unklarheiten. Und das beschreibe ich dann eben und natürlich auch, was du dann tun kannst, welches Energieschloss du nutzen kannst, was es körperlich bedeutet in diesem Buch. Die Energieschloss 18 bedeutet Körperbewusstsein. Es ist ganz stark der Leber zugeordnet. Es harmonisiert die Gedanken und die Gefühle. Es ist auch ein Energieschloss, welches der Leber hilft und den Emotionen, wird auch als der Psychiater ist es auch bekannt. Es ist ein wunderbares Energieschloss, zum Beispiel, wenn man nicht genügend geschlafen hat oder wenn man nicht einschlafen kann, hilft auch der Verdauung und so weiter. All diese Informationen, die findest du dann hier in dem Kapitel und natürlich dann auch, wie du es ganz leicht öffnest. Immer mit Foto und immer noch mal mit Abbildung direkt, wo es liegt am Körper. Also es ist wirklich ganz leicht anwendbar für jeden. So kannst du es zum Beispiel auch, indem du einfach die Finger auf Energieschloss 18, es liegt am Handballen, wie gesagt, umklappst. Also ein super, super praktisches Buch. Und diese beiden Bücher sind natürlich ganz toll kombinierbar, weil schlussendlich ist es das Wissen um die Zahlen. Einmal mehr auf deine Seelenzahlen bezogen, die du aus deinem Geburtsdatum errechnest, und hier eben mehr auf deinen Körper und auf die großen Arkana des Tarot, was in Wahrheit aber alles Numerologie ist, sprich das Wissen um die Schwingung der Zahlen, das Wissen um deine sich inkarnierende Seele, die Schwingung deiner sich inkarnierenden Seele. Schlussendlich geht alles darum und natürlich auch in der Mond und der kosmische Kreis der Schöpfung, der schlussendlich, und das zeigt dann das neue Buch, aber hier gehe ich auch schon darauf ein, ja auch Numerologie ist, beziehungsweise das Wissen um die 12 Organströme ist das Wissen um die Schwingung. Das sind natürlich die großen Tore, um die es geht, die wir hier öffnen. Also die Tore des Zodiac. Die Tore des Zodiac, das sind diese 12 Tore. Da will ich jetzt aber in diesem Film heute nicht drauf eingehen. Ich gehe da meist in den anderen Live-Film ein. Und ihr habt es natürlich auch im Buch. Schaut einfach auch in meinem YouTube-Account, Irene Lauretti, Empowering People. Und natürlich im Buch selbst, ihr habt da alles drin. Auch das Buch im Übrigen reich bebildert. Natürlich 84-farbige Abbildung. Und natürlich der sehr, sehr, sehr wertvolle Text. Und jedes Kapitel hier auch eingeteilt in die Farben, damit du es gleich findest, je nach Mondstand, den dir mein Mondkalender Gesundheit in deiner Hand zeigt. Und nochmal eine Bitte, wenn du diesen Kalender nicht vorrätig siehst in deiner örtlichen Buchhandlung, lass es mich bitte mit Name und Ort der Buchhandlung wissen, dann bist du dabei auch bei der nächsten Vollmondverlosung, wo ich wieder ein Buch verlose oder eine Kurzberatung. Ich danke euch und ich wünsche euch einen schönen Tag.